Guten Abend, herzlich willkommen bei 10 nach 10 auf Reis Südtirol. Eigentlich war die Broschüre als Hilfestellung für Lehrerinnen und Lehrer gedacht, um mit muslimischen Schülern, vor allem mit den Mädchen, besser umgehen zu können. Doch jetzt sorgen die Empfehlungen der deutschen Bildungsdirektion für gehörigen Wirbel. Die Südtiroler Freiheitlichen sprechen von einem Kniefall von Schullandesrat Philipp Achammer vor den Muslimen. Südtiroler Schulen, die muslimischen Mädchen zum Burkini raten? Die Südtiroler Freiheitlichen sind erbost. Das sei falsch verstandene Integration. In einer Broschüre des Schulinspektorats vergangene Woche ins Netz gestellt wurden Lehrern Tipps für den Umgang mit muslimischen Schülern gegeben. Es ist eine Anweisung, wie die Schulen mit muslimischen Kindern umzugehen haben. Und das ist schlichtweg als Kniefall vor dem Islam zu bezeichnen, hat mit Integration nichts zu tun. Es geht vor allem um die Mädchen. Und tatsächlich ist es für die Schulen schwer, mit jungen Musliminnen umzugehen. Bei Schwimmunterricht haben sie meistens Krankschreibungen, bei Ausflügen fehlen sie. Doch was die Broschüre als Lösung anbietet, ist für Uli Meier ein Ding der Unmöglichkeit. Im Ramadan, im Fastenmonat, sollen keine Ausflüge gemacht werden. Kinder sollen ganz besonders berücksichtigt werden, dass sie nicht geprüft werden, keinen Zusatzstress haben sollen. Es wird der getrennte Sport- und Schwimmunterricht nahegelegt und auch gleich der Burkini als eventuelles Ausweichmanöver vermittelt. Für die Freiheitlichen ein Schritt zurück ins Mittelalter. Da richte sich die Schule nicht mehr nach den demokratischen Werten. Wo die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau vermittelt werden soll. Eine Breitseite der Freiheitlichen also gegen Schullandesrat Philipp Achammer. Doch der tat nicht das, was die Freiheitlichen von ihm erwarteten. Philipp Achammer ruderte zurück. Mir war tatsächlich diese Broschüre nicht bekannt. Ich habe die Broschüre jetzt gesehen und habe unmittelbar den Auftrag gegeben, sie zu überarbeiten. Ich kann einiges, was in dieser Broschüre steht, nicht teilen, absolut nicht. Auch für die SVP ist das, was in der Broschüre steht, also nicht das, was sie unter Integration versteht. Integration ist immer ein Prozess, ein beidseitiger des Aufeinanderzugehens. Aber Aufeinanderzugehen heißt Verständnis, heißt Respekt füreinander schaffen, heißt nicht die eigene Situation dem anderen anpassen. Das will ich aber schon so deutlich auch sagen. Jetzt wird erstmal gründlich diskutiert und alles wieder auf Null gestellt. Die in der Broschüre propagierte Art der Anpassung an muslimische Werte geht also auch für Schullandesrat Achammer deutlich in die falsche Richtung. Die Broschüre Muslimische Kinder und Jugendliche in der Schule ist übrigens fast 1:1 von einem Faltblatt aus Deutschland übernommen worden. Herausgegeben hat sie das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz 2011. Und schon damals war der Text ein Aufreger, auch innerhalb der CDU. Die dortige Debatte im Landtag zog sich über 2 Jahre hin.